Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Path of Titans Video hier auf meinem Kanal. Und ihr seht schon, wir befinden uns gerade als Strutiomimus in einer wundervollen Wüstenlandschaft. Denn man kann auf dem Testserver momentan einige Maps ausprobieren. Das ist ziemlich cool. Unter anderem diese schöne Wüstenmap. Und die ist echt interessant. Einige von euch haben die sicherlich auch schon erkannt. Diese Map gab es nämlich damals für Path of Titans, für The Isle. The Grim Expanse heißt die Map. Allerdings arbeitet jetzt, glaube ich, der Modder, der diese Map damals für The Isle ins Spiel gebracht hat, für Path of Titans. Und deshalb gibt sie jetzt in diesem Spiel. Finde ich mega cool, weil damals zu The Isle-Zeiten, wo das Modding noch funktioniert hat, bei The Isle, bin ich nie dazu gekommen, auf dieser Map zu spielen. Hab's leider immer nur auf Videos gesehen. Und jetzt kann ich endlich, auch wenn es in einem anderen Spiel ist, auf dieser Map mal rumlaufen und das Ganze erkunden. Also optisch sieht die schon mal sehr ansprechend aus. Die Grafik von Path of Titans ist ja sowieso wunderschön. Das ist schon echt cool. Ich kann jetzt mal hier so ein bisschen rumlaufen, ein bisschen erkunden. Also ich glaube auch, dass durch solche anderen Biome, wie zum Beispiel jetzt hier eine Wüste, ein ganz anderes Gameplay entstehen könnte, weil natürlich in so einer Wüste viel mehr dieses Hotspot-mäßige Jagen und Fressen und sowas stattfindet. Denn alle Pflanzenfresser gehen natürlich zu diesen Oasen, wo dann Wasser und Futter zu finden ist. Und dort werden dann logischerweise auch die ganzen Fleischfresser angelockt, weil die halt auch Nahrung suchen und dann natürlich diese Pflanzenfresser, ja, jagen oder erlegen wollen, die halt gerade sich Nahrung und Trinken beschaffen. Ihr seht schon, hier ist zum Beispiel so eine kleine Wasserpfütze, da kann man dann trinken. Jetzt muss man auf jeden Fall auf der Hut sein, wegen Fleischfressern. Das ist auch sehr interessant und gefährlich hier, ne? Wenn man hier einmal drin ist und dann kommt von der Seite Fleischfresser, ich glaube, dann hat man ein Riesenproblem. Ich glaube nicht, dass man hier irgendwie hochkommt oder sowas. Könnte ich mir nicht vorstellen. Ne, sieht nicht so aus. Oh, das ist echt schon eine interessante Map. Okay, hier gibt es sogar noch einen Ausweg. Das ist schon echt cool, dass es hier auch so alte Gebäude gibt. Solche Ruinen. Weiß auch gar nicht, wie weit man die hier erkunden kann. Hier kann man sogar noch hoch. Oha. Das heißt, man könnte sogar von hier oben runter gucken. Und dann vielleicht auch, dass der eine trinkt und der andere stellt sich hier oben hin und beobachtet hier die Wüste. Weil man kann natürlich schon vom relativ Weiten dann große Fleischfresser erkennen. Was ich mir noch vorstellen könnte, oh, jetzt bin ich leider runtergefallen, was noch cool wäre für die Atmosphäre, wenn so im Hintergrund, oh, die Sonne sieht auch irgendwie komisch aus. Die sieht so ein bisschen aus wie so ein, oder wartet mal. Ach nee, das ist nur diese Sonnenstrahlen sind das. Ich dachte gerade, die Sonne hat diese komische Form. Wie so ein Hexagon, wollte ich gerade sagen, aber die ist schon rund dahinter. Was ich aber sagen wollte, was ich mir noch für die Atmosphäre gut vorstellen könnte, es wäre cool, wenn im Hintergrund der Horizont so ein bisschen verschwimmen würde. Ihr kennt das ja sicherlich, wenn ihr in der Wüste seid. Durch die heiße Luft entsteht ja dieser verschwommene Eindruck im Hintergrund, was man ja, glaube ich, auch fälschlicherweise so ein bisschen als Fata Morgana bezeichnet. Zumindest, wenn man sich dann irgendwas einbildet. Wahrscheinlich, wenn man mega dehydriert ist. Oh, schwere Worte am Morgen hier. Und das könnte ich mir noch echt cool vorstellen. Dass das so im Hintergrund auch so ein bisschen verschwimmt. Das wäre, glaube ich, echt sehr, sehr nice. Aber ansonsten finde ich die Optik schon echt ansprechend. Und macht echt Spaß, hier rumzulaufen. Also ich bin großer Fan davon. Könnt ihr nochmal da vorne zu der Oase laufen. War da gerade eine Oase? Oder war das jetzt eine Fata Morgana? Ich habe da doch gerade Wasser gesehen. Ich glaube, ich bilde mir auch schon Sachen ein. Okay, Leute, also entweder ich habe mir das gerade eingebildet oder da war ein Grafikfehler. Oder halt eine Fata Morgana, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Aber ihr seht schon, das ist echt cool. Hier gibt es nämlich immer so verschiedene Spots, wo dann ein paar Bäume wachsen und dann auch gegebenenfalls Wasser zu finden ist. Und das lockt natürlich genau die ganzen Dinosaurier an. Und das finde ich auch mega spannend an so einer Map. Die ist auch sehr weitläufig und offen. Ich weiß gar nicht, wie das hier ist, wie groß die ist. Man könnte ja auch mal ausprobieren, immer weiter zu laufen geradeaus und mal zu schauen, wo vorbei ist oder wo Ende ist. Aber ich glaube, dazu habe ich jetzt gerade nicht die Lust. Wir gehen nochmal da vorne zu diesen Gebäuden und zu den Bäumen und gucken mal, was da so ist. Hier scheinen auch so Ruinen zu sein. Und auch ein paar Bäume. Ich hoffe, hier gibt es was zu trinken. Vielleicht gibt es ja hier drin was. Ne, sieht nicht so aus. Aber das ist schon echt interessant. Ich könnte mir dann auch vorstellen, dass hier dann
die Dinosaurier ihre Neste aufschlagen. Weil das halt so ein bisschen geschützt ist. Oh, hier gibt es was zu trinken. Und weil es hier natürlich Nahrung und Trinken gibt, zumindest für Pflanzenfresser. Das ist cool. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich Büsche essen kann. Ich glaube nicht. Als Pflanzenfresser. Man kann auch mittlerweile schon angreifen im Path of Titans. Also so ein ganz bisschen könnte ich jetzt schon jemand anderen bekämpfen, wenn der hier auf dem Server wäre. Aber leider ist der Server gerade leer. Liegt wahrscheinlich daran, dass das ein amerikanischer Server ist. Und die Amerikaner haben ja wahrscheinlich jetzt eine richtig späte Uhrzeit oder so. Das ist aber schon interessant, ne? Wie man hier zu den Wasserstellen kommt. Ist echt super gefährlich. Aber cool. Es ist echt cool. Den Namen der Map habe ich vorhin schon gesagt, oder? The Grim Expanse heißt die, glaube ich. Klingt irgendwie komisch, aber so heißt zumindest der Server. Also ich gehe davon aus, dass der Map-Name dann auch so ist. Wir können ja nochmal ganz kurz als Fleischfresser mal spielen. So, ich bin jetzt mal als Spinosaurus hier auf der Karte beigetreten. Den kann man nämlich mittlerweile auch spielen. Finde ich mega cool. Der sieht auch echt nice aus. Hat auch mega bedrohliche Schreie. Also ich glaube, Path of Titans wird schon ein richtig cooles Spiel werden. Vor allem, wenn es dann auch diese Mod-Unterstützung hat, dann werden wir hoffentlich viele Inhalte und Sachen bekommen, damit uns nicht langweilig wird. Ich könnte mir auch noch gut vorstellen, dass es dann später auch so eine Schneemap oder so geben wird. Das wäre natürlich auch super interessant. Das wäre ja so das Pendant hierzu. Guck mal, das sind halt echt Grafikfehler. Habt ihr es gerade in der Ferne gesehen? Achtet mal da drauf. Seht ihr das? Sieht jetzt so ein bisschen so aus, als wenn da Wasser wäre da hinten. Jetzt nicht mehr. Ich hoffe, ihr habt da jetzt. Seht ihr es? Und jetzt verschwindet es. Also quasi eine Fata Morgana. Aber zum Beispiel so als Spinosaurus stelle ich mir das dann auch echt schwierig vor. Weil man wird natürlich mit der enormen Größe und diesem Segel vom Weiten super schnell gesehen. Und man hat nicht so viel Ausdauer und ist relativ langsam. Das heißt, man muss echt irgendwie versuchen, sich anzupirschen. Also ist, glaube ich, auch sehr, sehr schwierig, als Fleischfresser hier zu jagen auf dieser Karte. Aber trotzdem, ich finde es mega cool. Also so eine Wüstenmap habe ich mir immer gewünscht für The Isle. Gab es ja auch mal, konnte ich leider nur dann nie zocken, weil die halt dann die Mod-Unterstützung rausgenommen hatten, als ich The Isle gespielt hatte. Aber jetzt konnte ich ja wenigstens die Karte mal anspielen. Ich hoffe, euch hat der erste Eindruck von dieser Karte auch gefallen. Falls ja, schreibt es gerne in die Kommentare. Und es gibt noch weitere Maps. Wenn ich die auch mal euch zeigen soll und anspielen soll, dann könnt ihr es gerne auch unten in die Kommentare schreiben oder ein Like da lassen, damit ich da Bescheid weiß. Und für euch nochmal zur Info, falls ihr selber mal diese Karte ausprobieren wollt, dann müsst ihr einmal auf dem Path of Titans Discord vorbeischauen. Ihr müsst natürlich das Spiel gekauft haben, damit ihr überhaupt jetzt schon Demo-Access sozusagen habt. Aber dann müsst ihr auf dem Discord von Path of Titans vorbeischauen. Der ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und dort in diesen Text-Channel einmal reinschauen. Da stehen alle Infos, wie ihr dann diese anderen alternativen Karten mal ausprobieren könnt. Ich hoffe, dieses Video hat euch sehr viel Spaß gemacht. Falls ja, lasst es mich mit einem Däumchen wissen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.